So, ich zeichne auf. Jetzt schauen wir mal. Lass mal, ich habe jetzt da mal was vor. Ich muss schon was probieren. Live-Untertitel aktivieren. Live-Untertitel aktivieren. Ja. Toll. Wurde ja auf Englisch festgelegt. Aber ich möchte lieber Deutsch. Now I have to speak English. Ah, okay. Verstanden, du wurdest wieder weg. Will ich das Deutsche, das wäre nicht schlecht. Okay, gut. Alles klar. Ihr wisst Bescheid, wir müssen heute den 97er Text bearbeiten und ich bin guter Dinge, dass wir unser Ziel schaffen. Wir werden das Buch beenden und da bin ich richtig stolz auf euch. Und jetzt reden wir nicht lang rum. Ich versuche die Stunde, 3 Minuten waren weg, auf 30, 35 zu begrenzen. Und wir legen gleich los. Interaktiv mit den Stammformen. Erstmal mit den Semideponentien, die mir überaus wichtig sind. Dann ein paar Wendungen dazu. Also ich habe, glaube ich, für alle eine Stammform zum Auftakt. Und dann fangen wir einfach an. Salome. Also ich halte es wieder so, ich lese das nicht immer nach. Ihr seht selber, ihr sagt einfach die Stammform. Auch hier. Wenn ihr dran seid, Lateinisch lesen, Deutsch übersetzen. Fertig, ich schreibe dann weiter. Franka. Emilia. Valentina. Daniel. Gut, Wendungen. Ronja. Also ich wiederhole es mal, die Ronja hat jetzt gesagt bestimmt, tibi confisus sum, ich habe dir vertraut. Dann Martin.
Dann. Luis. Leonard. Emma. Ein Teil der neuen Grammatik, die Kitur, ein NCI. Nachdem keine Fragen gekommen sind, habt ihr die Erklärungen im Lehrvideo wohl alle verstanden? Nur kurz noch einmal, Emma, du bist gleich dran. Subjekt zu diesem Tour ist der Markus. Wortwörtlich heißt das, Markus wird gesagt, das ist aber ein Schmarrn. Wir müssen immer das Unpersönliche als Auslöser des NCI sehen. Man sagt das. Und dann habe ich noch die weitere Variante angegeben mit sollen. Markus soll. Diese Möglichkeiten haben wir. Ich bitte dich, eine davon zu verwenden. Emma. Oh, was ist das? Lesen und übersetzen. Lea. So, dieser Tippfehler veranlasst mich, noch was einzubauen, und zwar: Ich habe ja schienst dumm zu sein geschrieben, dann stünde hier wie, könnt mitraten, mitdenken, wie das Imperfekt war, Endung riss. Zu sein. Und weiter. Filius.
So, jetzt gehen wir ein bisschen nach vorne. Luca. Jetzt haben wir Fingere, Fingo, Fingsi, Fiktum bilden, Formen, Gestalten, Erdichten, Bilden, Formen, Gestalten, Erdichten. Zu den Stammformen. Agere. Mathilda. Laura. Habe x-mal schon darauf hingewiesen, dass die Fraktur, der Bruch daher kommt. Bruch. Mathilda. Hanna. Jeder weiß es, die Ruptur aktuell bei mir, die Ruptur. So, jetzt haben wir da wieder Jakob. Jetzt muss ich geistig nochmal durchgehen, wie ich noch nicht aufgerufen habe. Leon! Und das letzte, jetzt muss ich gerade, lass mich ganz mal überlegen, wen da vorne, links hinten. Da fehlt mir noch da der Arthur! Falle fünf für die Täuschen, betrügen. Betrügen. Gut.
So, ihr wisst, dass ich sehr viel Wert auf das Akustische lege, auf die akustischen Analysatoren. Deshalb lese ich alles nochmal vor. Ihr hört zu: Agri, Agro, Igi, Agfu, Treiben, Betreiben, Handeln, Verhandeln, Vorgehen, Frangere, Frango, Frigi, Fraktur, Bring, Legere, Lego, Ligi, Lektum, Lesen, Rumperi, Rumperubi, Ruptum, Reisen, Winkere, Winko, Wiki, Wiktum, Siegen, Besiegen, Gewinn, Diskre, Disco, Ridiki, Mix, Lernen, Fallere, Faller, Fefeli, Täuschen, Betrügen. Ja, das war's. Und dann kommen wir zur Verbesserung der schriftlichen Hausaufgabe. Ihr schlagt das Buch auf. Und das Heft, das ist die ganz normale Methode. Wir haben die Lösungen neben uns liegen. Und ihr, machen wir jetzt ganz unspektakulär, ich lese vor, jetzt habt ihr gearbeitet, jetzt arbeite ich mal ein bisschen, ich lese vor, ihr verbessert. Und wenn es Fragen gibt, vielleicht könnt ihr die Frau Hübner dazwischendrin fragen, wenn ich ruhig bin, ob die Variante geht, die ich hier begrüße. Hallo, Frau Hübner. Und Chat. Aber ich denke, das ist nicht mehr nötig. Ich, Gaudio cum Caelum tu eor. Ich freue mich, wenn ich den Himmel betrachte. Heri maxime gavisus sum quod aliquid novi vidi. Gestern, in Italiano si dice ieri, gestern, habe ich mich im höchsten Grad am meisten sehr gefreut, weil ich etwas, aliquid novi, etwas Neues gesehen habe. Novi, der Genitivus Partitivus, etwas des Neuen geht natürlich nicht, etwas Neues gesehen habe. Maioris nostros sequi solemus. Wir sind es gewohnt, wen oder was unsere Vorfahren zu folgen. Sequi steht aber im Lateinischen mit Akkusativ. Wir sind es gewohnt, unseren Vorfahren zu folgen. Sie pflegen, sind es gewohnt, auch Sie, auch diese, auch jene, sind es gewohnt, ihre, sind es gewohnt gewesen, ihren Vorfahren zu folgen. Ich wiederhole, auch diese sind es gewohnt gewesen, ihre Vorfahren zu folgen. Ihre Vorfahren zu verfolgen geht, meine ich im entferntesten Sinne. Man darf nicht denken, dass man die feindlich in irgendeiner Art verfolgt, sondern dass man ihre Gedanken, ihre Ansichten, ihre Verhaltensweisen verfolgt. Sed ego majoribus non jam confido, er hat keine Lust mehr, der Kopernikus. Non jam confido, ich vertraue. Sed ego majoribus non jam confido, aber ich vertraue den Vorfahren nicht mehr. Er hat nämlich die Nase voll, immer wieder irgendwas, was überliefert wird, gedankenlos hinzunehmen. Pauci confisi non sunt ante iis. Wenige haben Antea vorher diesen nicht vertraut. Also er spielt da darauf an, dass wir manchmal gedankenlos Dinge übernehmen und gar nicht drüber nachdenken,
Ob das an sich sinnvoll ist oder richtig ist. Ich habe ja schon mal erklärt, beim Schulsystem, da hat ein gewisser August von Trotzow-Solz gemeint, dass die Berliner Kinder, preußischer Bildungsminister 1910, die Berliner Kinder, die auch draußen wohnen, mehr Zeit zur Verfügung gestellt bekommen müssten, weil sie so lange Schulwege haben. Also hat man die Schulstunde einfach auf 45 Minuten gekürzt. Ich will jetzt nicht anzweifeln, ob das sinnvoll ist, aber niemand weiß, warum. Nicht eine Stunde, sondern 45 Minuten. Okay, das nur am Rande. Also das geht darum, dass man immer gedankenlos viele Dinge hinnimmt und die werden dann weiter überliefert, weiter überliefert. Und manchmal ist es, oder nicht selten ist es, der Blödsinn schlechthin und nur wenige machen sich Gedanken darüber. Aber er, equidem ich für meinen Teil wage, equidem id cogitare audio quod nemo cogitare ausus est. Ich für meinen Teil wage dies, zu bedenken oder über dies nachzudenken. Ich für meinen Teil wage über dies nachzudenken, worüber niemand gewagt hat nachzudenken. Also banales Beispiel wäre jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich denke jetzt mal drüber nach, ob die 45 Minuten gut sind, oder warum nehmen wir nicht 50 oder sowas? Gut. Ich kehre nicht, non revertor ad falsa, ich kehre nicht zu falschen Dingen zurück, nicht zum Falschen zurück. Falsa ist hier Neutrum Plural, das Falsche. Ich kehre nicht zum Falschen zurück. Hoc nunquam feci, dies habe ich niemals getan. Ich bin niemals, nunquam ad falsa reverti, ich bin niemals zum Falschen zurückgekehrt. Solem circum terra moveri dicimus, wir sagen, ACI, das. Die Sonne wortwörtlich um die Erde bewegt. Wird hier Infinitiv Präsens passiv oder sich bewegt um die Erde? Ich wiederhole, wir sagen, dass die Sonne sich um die Erde bewegt. NCI, die Sonne soll sich um die Erde bewegen. Man sagt, dass die Sonne um die Erde bewegt wird, ist die schlechteste Variante. Geht gerade noch, aber besser, man sagt, dass die Sonne sich um die Erde bewegt. Die Sonne soll sich um die Erde bewegen. Die Sonne bewegt sich, wie man sagt, um die Erde. Man glaubt, NCI, Auslöser, Sol, Nominativ, Singular, dass die Sonne, Oriere, Occidere, aufgeht, Orient und untergeht, Okzident. Man sagt, man glaubt, dass die Sonne aufgeht und untergeht. Die Sonne geht, wie man glaubt, auf und unter. Die Sonne, die Erde, terra medio in coelo stare videtur, die Erde scheint medio in coelo stare mitten im Himmel zu stehen. Es scheint, dass die Erde mitten im Himmel steht, um die erste NCI-Konstruktion im Deutschen nochmal zu nennen. Schöner, die Erde steht, wie es scheint, mitten im Himmel. Scheinbar, geht auch, scheinbar steht die Erde mitten im Himmel, aber wir irren.
Zur Verbesserung der schriftlichen Hausaufgabe jetzt hier. Die Verbesserung, das mache ich schriftlich, wie wenn ich es an die Tafel malen würde. Gaudenz, die freuen sich. Ihr verbessert einfach mit, da wie sie sind, sie haben sich gefreut. Gut, weiter. So. Litus es, du bist es gewohnt gewesen. Das soll man ins Imperfekt setzen. So le was. Du warst es gewohnt oder du pflegtest. Dann Confidis, du vertraust Confisus. Wenn es ein Männlein ist, Confisus eras, du hattest vertraut. Ausisumus, wir haben gewagt oder es gewagt, sollen wir ins Präsens setzen. Au, die muss wir wagen. Auderem ich würde wagen, ich wagte. Plusquamperfekt. Ausus essem. Hätte gewagt, ich würde gewagt haben. Gavise estis, ihr habt euch gefreut und das Ganze soll man ins Imperfekt setzen. Gaudi batis ihr freutet euch. Solemus, jetzt war das kürzere. Solemus. Gepflegten und so ins Perfekt, so liti oder wenn es Weiblein wäre, so lite muss wir haben.
gepflegt. So, ich teste noch mal. Gut. So, damit haben wir diesen Unterrichtsschritt bewältigt und jetzt kommt der letzte große. Jetzt habt ihr nach meinem Plan nur noch wenig Zeit. Ich glaube, 5 Minuten waren vorher weg. Ich gehe jetzt auf die wesentlichen Punkte dieses Textes ein und der wird schriftliche Hausaufgabe sein. Ich halte es so, ich werde es so reinstellen, wie beim letzten Text. Lass ihn nicht ganz setzen, sondern nur bis Videtour. Und wen aber zu Ende übersetzen will, macht es zu Ende, denn sonst machen wir es dann im Unterricht. Denn morgen haben wir noch mal, am Freitag möchte ich nicht mehr so viel machen. Und morgen würde ich also gerne den schönsten Text Schillers Sehnsucht nach Ferien, also was heißt den schönsten, der mir sehr gut gefällt, auf der anderen Seite Schillers Sehnsucht nach Ferien übersetzen. Und jetzt gehe ich hier noch auf das Wesentliche ein. Quamquam, klar, Auftakt, vieles, multa, neutrum, plural, numquam, ausu, sum, zuquerere, ob die ganze Mundus, ein finem habeat oder nun. Also damit ist gemeint, da mache ich mir auch über Wahnsinnsgedanken drüber. Wie ist es denn der Weltall? Wenn ich jetzt einfach losfliegen würde durch das Weltall, wenn es ginge, komme ich da irgendwo an die Wand? Und was ist dann dahinter? Oder geht es ewig weiter? Wo komme ich raus? Das ist also manchmal, da wird man wahnsinnig. Das geht ja ewig weiter. Ewig, ewig, ewig. Ja. Darüber hat er nachgedacht. Nam philosophis ea permittere solitus sum. Wem den Philosophis zu permittere, Dativ Plural, zu Philosophis, was die Keteri homines, Ratio, Vernunft, Verstand, Berechnung, Maß, Art und Weise, Melodie. Hier gebe ich euch den Typ, der übersetzt da einfach im Vertrauen auf. Non cognoscere possum crebro autem revertor ad eas res perspiciendas. Das wissen wir zu. In denen oder mit denen occupatus sit. Iam diu, wer oder was? Animus meus. Ich würde hier mein Herz übersetzen. Geist klingt ja nicht ganz so gut. Und nur zur Erklärung, dieses Animus meus wird immer dann verwendet, wenn man von sich ausgeht im Lateinischen. Wir im Deutschen würden einfach nur sagen, ich. Quae est forma terrae? Adjektivisches Frage. Quae est? Num mundus inden gins, nominativ singular. Um die stantem terram, circa um herum, wodurch durch perpetuum metu vertitur, cur stelle moventur und so weiter. Mihi primum persuasum est, Auslöser eines ACIs, das die Terram globosum esse, das ist wohl leicht. Dann hier nochmal Contendo, der Inde auf Contendo bezogen, wieder ein ACI, das die Terram weder medio in mondo stare ACI, Akkusativ des ACIs, Terram stare Infinitiv,
noch Quiescere, sondern immer noch abhängig von dem Contendo Moveri, womit mit quadam celeritate, Kasus hier, Ablativ Singular, das ist übersetzbar, NCI dicitur, die Terra Minima und Mundus Infinitus esse dicitur. Quo modo igitur terra minima quiescere pot est? Auf welche Weise also die Frage cum finitus mundus, unbegrenzter Mundus, vertatur, sich dreht, gedreht wird. Sich dreht sie am besten. Sed it quod oculis vidimus aliud est. Bis videtur wird es auf sein. Und dann besprechen wir das morgen nochmal und auch das ganze Stück zu Ende. Und dann haben wir es fast geschafft. Hausaufgaben stelle ich rein, diesmal auch ein bisschen was zum Kopernikus. Arrivederci, ciao, ich gehe, ich verlasse, jetzt muss ich nur noch schauen, habe ich aufgezeichnet. Das ist immer der größte Schock, wenn man eine Stunde macht und dann steht da Aufzeichnung beginnen, dann hat man nämlich nicht aufgezeichnet. Und beenden.